Glaubenslicht. Es ist Fußball-EM und letzte Woche hat Deutschland das erste Spiel bestritten. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. 1:0. Das eine Tor war ein Eigentor. Ein Eigentor, das ist etwas, das immer besonders schmerzlich ist. Vor den, der es geschossen hat, er ist der, der am Ende Schuld hat. Bei diesem 1:0 gegen Frankreich ist es besonders schmerzlich, weil es das einzige Tor geblieben ist und weil es das Tor ist, was letztlich Frankreich zum Sieg verholfen hat. Und bei demjenigen, der es geschossen hat, wird immer die Frage bleiben, bin ich schuld? Bin ich schuld, dass wir keinen Punkt bekommen haben? Bin ich schuld, dass wir vielleicht nicht weiterkommen? Eigentore, die kennen wir alle. Die passieren uns auch außerhalb des Fußballfeldes in unserem Leben. Wir hängen uns in eine Sache rein, geben uns Mühe, wollen etwas unbedingt und dann geht es nach hinten los und es wurde ein Eigentor. Außerhalb des Fußballplatzes in unserem Leben, da ist es so, dass die Eigentore meistens dann passieren, wenn wir uns irgendwie verrannt haben. Wenn wir etwas unbedingt wollen, was vielleicht gerade gar nicht dran ist. Wenn wir uns verzetteln. Und dann treiben wir eine Sache voran und sie endet mit einem Eigentor. Nach so einem Eigentor, da stehen wir da und gucken darauf, was wir angerichtet haben und sind manchmal recht allein, weil es unangenehm ist, so ein Eigentor geschossen zu haben. Weil wir den anderen sagen müssen, dass unsere Idee vielleicht doch nicht so gut war. Weil die anderen komisch gucken, wenn wir gescheitert sind. Da ist es gut, dass es einen gibt, der immer liebevoll auf uns blickt. Der die Beweggründe sieht, warum wir das Eigentor ins Tor geschossen haben. Der weiß, warum wir uns in etwas verrannt haben und der uns trotz allem liebevoll an sein väterliches Herz zieht. Wenn Sie also durchs Leben gehen und wieder mal ein Eigentor geschossen haben, dann denken Sie daran, da ist einer, der weiß, warum es so gekommen ist, wie es kam und der Sie immer bedingungsvoll liebt. Amen. Wir mögen im Leben Eigentore schießen und nicht immer alles richtig machen, aber für Gott, da sind wir ein Volltreffer. Hören wir deshalb die inoffizielle Hymne zur Fußball-EM. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja.